Ich bin Robert Mank, ich bin 21 Jahre alt und ich spiele Neil aus dem Stück Kleinbürger von Maxim Gorki, außerdem Merwin aus dem Stück Behending in Spokane von Martin McDonough und meinen selbstverfassten Monolog Der Schwarzfahrer. Ich denke gerade daran, wie ich den Depotvorsteher abgekanzelt habe. Ach, das Leben ist interessant. Ob ich ein Optimist bin oder sonst was, ist unwichtig. Das Leben gefällt mir einfach. Das Leben ist ein unheimliches Vergnügen. Und du? Wie soll man dich nennen? Ich weiß, es ist ja keinem ein Geheimnis, du bist verliebt. Du wirst wieder geliebt, aber nicht einmal das kann dich froh machen. Nicht einmal aus diesem Grunde hast du Lust zu singen und zu tanzen. Du lieber Himmel, da hilft nur eins, flieh, flieh in die Wüste. Nein, wirklich, Petruschka, das Leben auch ohne Verliebtsein ist etwas Herrliches. In Herbstnächten, auf scheußlichen Lokomotiven fahren, bei Wind und Regen oder im Winter bei Schneesturm, wenn du nichts mehr siehst, wenn alles in Finsternis gehüllt und von Schnee bedeckt ist. Das ist mühsam, hart, gefährlich, wenn du willst, aber trotzdem hat es seinen Reiz, trotzdem. Das Einzige, woran ich nichts Erfreuliches finden kann, ist, dass ich und andere ehrliche Menschen von Gaunern, Betrügern und Schwachköpfen kommandiert werden. Aber das Leben geht nicht nur nach ihnen. Sie werden verschwinden, vergehen wie Eiterbeulen an einem gesunden Körper. Jeder Fahrplan ändert sich irgendwann. Ich zwinge das Leben zu antworten, wie ich will. Mich schüchterst du nicht ein. Ich weiß genauer und besser als du, dass das Leben schwer ist. Und dass eine rohe, zügellose Gewalt den Menschen niederdrückt und wirkt, das weiß ich. Und das missfällt mir, das empört mich, diesen Zustand will ich nicht. Ich weiß, dass das Leben ein ernstes, aber schlecht gestaltetes Unternehmen ist. Und dass ich, um es besser zu gestalten, alle Kräfte und Fähigkeiten aufbieten muss. Ich bin kein Held. Ich bin ein gesunder, rechtschaffender Mensch, nichts weiter. Und trotzdem sage ich, nicht den Mut verlieren. Der Sieg gehört uns. Mit allen Kräften meiner Seele will ich versuchen, in das Dickicht des Lebens vorzudringen und es zu formen. Mal so, dem einen entgegenarbeiten, dem anderen helfen. Darin liegt die Freude des Lebens. Gnädige Frau, Sie werden mir zustimmen. Ich habe gerade ein Loblied auf das Leben gesungen. Sagen Sie, ist das Leben nicht ein Vergnügen? Manchmal hätte ich gerne einen Affen. Also nicht unbedingt einen Schimpansen, eher so einen Gibbon. Was würdet ihr machen? Klar, den hier so überall herumklettern lassen oder den vielleicht ein paar Bananen kaufen. Fressen die wirklich so viele Bananen oder sagen das die Leute bloß immer? Also das mit den Bananen jetzt. Und vielleicht sind den Bananen ja eigentlich total egal. Also ich meine, das kann man ja nicht wissen bei den Medien heutzutage. Zugegeben, ich gehe ja nicht oft in den Zoo. Früher, als ich so 16, 17 war, aber irgendwann fand ich das dann, naja, deprimierend, versteht ihr? Ja, und dann bin ich nur noch besoffen in den Zoo gegangen. Und manchmal, wenn da ein Gibbon war, habe ich meine Finger durch die Stäbe gesteckt und ihn daran ziehen lassen. Das war, als ob der Gibbon gewusst hat, dass ich besoffen bin und vorsichtig war und sich gewundert hat. Und dann dachte ich mir über den Gibbon, oh mein Gott, was haben die mit dir gemacht? Die haben dich in diesen Käfig gesteckt, wo du gar nicht sein willst und lassen dich an meinem Finger ziehen. Dabei solltest du doch zu Hause sein, wo du nicht an irgendwas rumziehen musst, wo du gar nicht dran ziehen willst. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Ob heute Nacht jeder Affe in jedem Zoo vor dem Schlafengehen denkt, boah Mann, ey, ich will nicht in diesem Käfig sein und an dem Finger von so einem Besoffenen rumziehen. Ich will
in Afrika sein oder wo sie diese Regenwälder haben und mich von Baum zu Baum schwingen mit einer Banane und so. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wahrscheinlich träumen die jede Nacht. Ich bin zurück. Ich bin im Regenwald. Ich hab ne Banane. Und dann, bumm, wachen die auf in diesem Scheiß-Zoo. Und dann auch noch dieser Besoffene. Zu der Zeit habe ich aufgehört, viel in den Zoo zu gehen und habe angefangen, jede Menge Speed zu nehmen. Und weil sie mich wegen Speed geschnappt haben, war es dann auch eine Bewährungsauflage, dass ich hier in diesem beschissenen Hotel arbeiten muss. Womit wir beim Thema wären, ich wollte nie in einem Hotel arbeiten. Wer will schon in einem Hotel arbeiten? Vielleicht irgendwelche komischen Freaks, die auf Hotels stehen oder. Deshalb habe ich auch immer gehofft, dass hier mal was Spannendes passiert. Dass, was weiß ich, eine Prostituierte niedergestochen wird und ich die retten muss. Oder dass zwei Lesben niedergestochen werden. Also ich fände es okay, wenn das Lesben wären. Ich würde die retten. Man muss sich um die Leute kümmern. Auch wenn die ein bisschen anders sind als man selbst. Versteht ihr? Ich habe ja auch immer gehofft, dass es an meiner Schule mal so eine Schießerei geben würde. Ihr nicht? Nee, ich schon. Also, dass einfach so ein paar gestörte Blagen reinkommen und alles niederballern, weil egal, weil in ihrem Leben irgendwas schiefgelaufen ist und vielleicht sind die schlecht in Sport oder was weiß ich ja und die kommen halt rein und ballern alles nieder und dann würde ich, naja, irgendwas echt Mutiges tun und alle retten. Also nicht alle. Dann wäre es ja kein Schulmassaker mehr. Aber sagen wir mal so. Sagen wir mal so 12. Ja, die kommen halt rein und ballern alles nieder und ich lieg da mit meinem gebrochenen Bein und die Kugel kommt durch die Tür geschossen und ich blute mich fast tot. Ach, wisst ihr was? Es wäre mir sogar egal, wenn ich sterbe. Solange ich nur irgendwas echt Mutiges tun könnte. Aber auf keinen Fall will ich unter denen sein, die direkt am Anfang einen Kopfschuss kriegen. Also, das wäre echt erbärmlich. Da sitzt du da, machst Algebra und dann bing, alles vorbei. Da lohnt es sich doch gar nicht, dass du bei so einem Massaker dabei gewesen bist. Ah! Wie bin ich denn jetzt auf die Sache mit dem Schulmassaker gekommen? Ach ja, der einhändige Mann. Also, es muss so Mitternacht gewesen sein, als er die Feuerleiter runtergesprungen ist und abgehauen ist in die Nacht, mit einer Knarre in der Hand. Ich habe ja gleich gewusst, dass der eine Pistole hatte. Ich habe ja gleich gewusst, dass das kein abgebrochener Auspuff ist. Der Lügner. Das heißt aber auch, dass das schöne Mädchen noch da oben. Zu diesem Zeitpunkt entweder tot oder im Sterben. Also, sterben wäre mir natürlich lieber gewesen. Also, weil dann hätte ich ihre Blutung noch so ein bisschen mit meinem Hemd stillen können und wir hätten noch so ein bisschen quatschen können. Also ist ja klar, wenn ich die Wahl habe zwischen sie stirbt und sie ist nur gefesselt, dann entscheide ich mich natürlich für nur gefesselt. Ist ja klar, ich bin ja nicht bescheuert. Und ihr farbiger Freund, das ist der kleine Wichser, der mir den Drogendeal vor 3 Jahren im Winter versaut hat. Der hat mir $60 gegeben und hat gesagt, ich soll da warten. Und ich habe da gewartet. Eine Stunde. Und der ist einfach nicht wiedergekommen. Stattdessen sind da die Bullen aufgetaucht. Gut, ich hätte die vielleicht nicht so anscheißen sollen. Aber ich hatte halt einen Hals. Und wegen dem Wichser habe ich dann die Bewährungsauflage bekommen, dass ich hier in diesem beschissenen Hotel arbeiten muss. Deswegen hatte ich auch so einen Hals, als der mich vorhin unten an der Rezeption nicht erkannt hat. Der hat einfach durch mich durchgesehen. Gut, es mag an den Boxershorts gelegen haben, aber ich hatte halt einen Hals.
Oh, das war knapp. Oh. Oh Gott, ich habe mein Ticket vergessen. Ah, jetzt ist auch zu spät. Ich kann es mir einfach nicht leisten, erwischt zu werden. Was soll ich denn jetzt machen? Na, das ist nicht gut.